Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, dann lasst dem Kanal doch gerne ein Abo da, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wenn euch das Video am Schluss gefallen haben sollte, dann lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, das würde mich wirklich sehr unterstützen. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Geschichte von meiner lieben Freundin Fox, Etwas hängt an mir, Teil 2. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gruseln. Ich fühlte mich dreckig. Neben meinem Rücken schmerzte nun auch mein Hintern. Die Kreatur hatte von mir abgelassen und mich geschändet liegen gelassen. Nie hätte ich gedacht, dass mir so etwas passieren würde. Ich war ein Mann, wir hatten weniger zu befürchten als Frauen. Schmerz verwandelte sich in Leid und Trauer. Nach stundenlanger Schockstarre hiefte ich mich aus der Badewanne. Trauer verwandelte sich in Wut. Als ich aus der Badewanne aufstand, schmerzte mein Rücken nicht. War das alles? Hatte die Kreatur genug von mir? Als es mich schändete, kam es mir urplötzlich in den Sinn, warum ich das erleben musste. Es hatte erwähnt, ich verdiente sein Dasein und den Schmerz, welcher für immer auf mir lasten würde. Früher war ich kein guter Mensch. Ich hatte Lisa sehr wehgetan. Aber hey, jeder beging doch irgendwelchen Scheiß. Jeder von uns war mal jung und wild, nicht? Für das, was ich vor über 5 Jahren gemacht hatte und ich heute deutlich bereue, durfte ich nicht bestraft werden. Ein Mensch sollte von seinen Sünden befreit werden, sobald er tiefe Reue empfindet. Verletzt versuchte ich zu schlafen. Noch in derselben Nacht vernahm ich neben mir eine finstere Präsenz. Ich hörte das leise Atmen und der Schmerz am Rücken nahm wieder zu. Die Kreatur war zurück. Schlafen konnte ich kaum. Von pochendem Kopfschmerz bis zu Muskelkrämpfen in den Waden tat mir alles weh. Somit beschloss ich am nächsten Tag, als am Horizont endlich die tröstende Sonne ihren ersten Blick auf mich warf, in die Kirche zu gehen. Dort hoffte ich auf Hilfe. Ein Versuch war es wert. Alles, um diese verdammte Kreatur loszuwerden. Meine Sachen in meine Tasche geworfen, lief ich also los. Die Dorfkirche war mir heute einmal gerade recht. Normalerweise hasste ich dieses dumme Läuten der Glocken, welche jeden verdammten Morgen meinen Schlaf störten. Mit jedem Schritt, welchen ich näher zur Kirche machte, wurden meine Rückenschmerzen unerträglicher. Die Kreatur wusste vermutlich, was ich vorhatte und versuchte mich an Boden zu reißen. Du Scheißvieh, ich werde dich jetzt los, hauchte ich keuchend, als ich vor der Kirche kurz Halt machte. Unsere Dorfkirche war keine dieser super alten Kirchen, welche aus altem grauen Stein gebaut wurde und aussah, als würden dort aus der Hölle gekrochene Dämonen auf dich warten. Nein, unsere Kirche war ganz normal. Der Kirchenturm war bordeauxfarben und der Kirchensaal weiß. Eigentlich ein netter Anblick, aber ich war ja nicht gläubig, gar nicht. Ich glaubte an niemanden, als an mich selbst. Die Schmerzen wurden so schlimm, dass sich Tränen in meinen Augen bildeten, diese warm meine Wangen hinunterliefen, ich undeutlich sah deswegen und auf allen Vieren die Treppe hinauf zur Kirche kroch. Spitze Krallen gruben sich in mein Fleisch an meinem Rücken. Ich versuchte schneller zu kriechen. Kurz vor der Kirchentür, als ich gerade zusammenbrach, hastete etwas auf mich zu. Ich hörte eine sanfte Frauenstimme. »Oh mein Gott, sind Sie in Ordnung? Hallo, kommen Sie, ich helfe Ihnen. Gehen wir rein.« Ich spürte eine angenehme Berührung um meinen Körper, welche mir half aufzustehen und mich stützte. Unmittelbar, als wir die Kirche betraten, war der Schmerz weg. Ich richtete mich erleichtert auf und atmete immer noch schwer. Allem Anschein nach konnte die Kreatur Gottes Haus nicht betreten. Cool. Neugierig blickte ich in die wunderschönen Augen einer jungen Nonne. Wow, sie war bildschön und etwa so alt wie ich, Anfang 30. Ihre Unschuld erinnerte mich an Lisa. »Hi, tausend Dank, dass Sie mir geholfen haben«, sprach ich sie an. Sie lächelte erfreut und antwortete, »Sicherlich, ich bin froh, dass es Ihnen gut geht. Nennen Sie mich Schwester Belinda. Was war denn los? Nun scheinen Sie befreit von Ihrem Leid. Die Güte des Herrn.
Ich werde gleich ein Dankesgebet vollziehen und für Sie beten, mein Junge. Junge. Oh ja, nenn mich Junge, Baby. Ich war überwältigt von ihrer Schönheit und sah sie mit offenem Mund an. Sie war beinahe zu schön. Ich malte mir versaute Dinge im Kopf mit ihr aus. Mann, würde ich gerne mit meinen Händen unter ihren Habit gehen und sie glücklich machen. Schluss jetzt, befahl ich mir selbst. Aus meiner Trance gelöst, stammelte ich. Ich hatte enorme Rückenschmerzen. Nun sind sie weg. Wahrscheinlich hat ihre natürliche Schönheit mir alles Leid genommen und ich bin geheilt. Sorry, dass ich so direkt bin. Sie sind einfach atemberaubend. Ich versuchte mit meinen Augen ein wenig zu flirten. Sofort wurde sie rot. Wie süß. Auf sowas stand ich. Oh, meine Güte. Vielen Dank. So direkt ist hier niemand. Ich bringe Sie zu Vater Joe. Falls Sie gerne eine Beichte ablegen möchten, dürfen Sie das bei ihm tun. Sie wies mir die Richtung und ging vor mir her. Rasch und obermega cool hauchte ich ihr über die Schulter. Ach, gerne würde ich es auch mit dir tun. Geht das? Sie drehte ihren Kopf zu mir um und sagte unschuldig, Ich? Nein, das geht doch nicht. Nur ein Priester kann ihre Seele von ihren Lasten befreien. Sie checkte nicht, was ich wirklich damit meinte, wie mich das noch mehr anmachte. Als ich hinter ihr herlief, versuchte ich, ihren Arsch zu erkennen, was sehr schwierig war, zu viel Kleidung. Was sie wohl darunter trug? Wir kamen zu den Beichtstühlen, aus einem kam ein älterer Mann, sah uns und lächelte sanft. »Ah, Schwester Belinda, wen bringst du mir denn heute?« Er berührte sie leicht am Rücken und dankte ihr. Ich wette, er wollte sie genauso wie ich. Alter Perversling. Belinda erklärte ihm, wie sie mich gefunden hatte. Währenddessen sah Vater Joe immer wieder im Wechsel Belinda und mich an. Er musterte mich und lächelte. Mit einer Handbewegung holte ich mir ihre Aufmerksamkeit. Wenn ich dazwischenreden darf, es ist so, ich brauche einen Exorzismus. Sofort wurden die beiden still und Schwester Belinda sah mich erschrocken und verängstigt an. Vater Joe rückte ein wenig näher und streichelte dabei seine Kruzifixkette. »Wie kommen Sie auf sowas, mein Sohn? Diese Worte hören wir hier nicht gerne, falls das ein Scherz sein soll.« Kopfschüttelnd entgegnete ich, »Nein, es ist wahr. Ein dämonenartiges Wesen hängt sich an meinen Rücken und verursacht schreckliche Schmerzen.« Ich habe das bereits seit Jahren und letzte Nacht. Vater Joe stoppte mich abrupt. Ich denke, das ist zu viel für Schwester Belindas Ohren. Kommen Sie dort drüben. Dieser Dämon ist nicht ohne Grund bei Ihnen. Sie haben sicherlich was zu erzählen. Vater Joe nahm mich sanft am Arm und zeigte mir den Beichtstuhl. Mein Blick wanderte in Belindas schöne Augen und sie sah mich mitfühlend an. Oh, wenn ich nur zwischen ihre Beine könnte. Ich lächelte sie an. Sie strengte sich an, dasselbe zu erwidern. Ich nahm also Platz. Hart, unbequem und seltsam riechend waren diese Beichtstühle. Nichts anderes. Vater Joe bot mir an, dass er meine Geschichte anhören und dann entscheiden würde, wie er mir helfen könnte. Ich sah ihn nur schwach durch das Gitter und fragte mich, warum wir das hier drin machen mussten. Hier ging es ja um Anonymität, aber er und Belinda hatten mein Gesicht ja schon gesehen. Was auch immer. Kirchenleute eben. Hören Sie, ich hab wirklich kranke Scheiße hinter mir. Sie werden mich doch nicht verurteilen, oder? Also, es ist nun 5 Jahre her. Lisa, das war meine damalige Freundin und ich, wir fuhren total auf Horrorfilme und Horrorstories ab. Ich kannte sie noch nicht lange. Da gab es keinen Gruselfilm, welchen wir nicht schauten. Sie war eine echte Schönheit, blondes, langes Haar, pralle Lippen, süßes, markantes Muttermal im Gesicht, große Brüste und gut im Bett. Oh, das wollen Sie nicht wissen, nehme ich an. Sorry, Nebensache. Nun, wir freuten uns immer besonders auf Halloween und deren Partys.
Eines Nachts, als wir nach einer der Partys an einem Friedhof vorbeikamen, waren wir so geil aufeinander, dass wir uns ein Plätzchen suchten, um es dort zu treiben. Wir standen auf versauten Sex an speziellen Orten, verbotenen Orten. Ich weiß, kein Respekt vor den Toten, aber wir wollten denen eine Show bieten. Dann auf einmal, als ich sie gerade hart dran nahm, packte mich ein Gefühl der Lust, sie zu würgen. Das mochte sie sowieso, aber nicht so wie dort. Sie schrie mich an und konnte sich von mir lösen, fluchte und wollte halbnackt von mir wegrennen. Nun, ich kann sehr überzeugend sein und sehe auch gut aus. Klar stand sie total auf mich und mein Charme konnte sie überreden, dass wir den Sex auf romantische Weise beenden konnten. Ich mag's eben hart. Mann, wer nicht? Kann nichts dagegen tun. Die ganze Zeit über verhielt sich Vater Joe sehr still und sagte kein Wort. Er war offensichtlich ein guter Zuhörer. Ich fuhr fort. Nun, als ich sie so nahm, dieses Mal von hinten, da passierte es. Die Lust für Gewalt übermannte mich erneut und ich riss so heftig und abrupt schnell an ihren Haaren, dass ich ihr sofort die Haut an ihrem Hals aufschlitzte und die Friedhofswiese von ihrem Blut getränkt wurde. Ihr Kopf wurde beinahe abgetrennt. Übel, oder? Ich weiß, jetzt wo ich es ihnen erzähle und laut ausspreche, kommt alles wieder hoch und mir ist bewusst, ich bin ein Riesenarschloch und einfach dauergeil. Tränen liefen mir hinunter. Vater Joe ließ sein von sich. Nicht mehr, nicht weniger. Ich begann erneut. Und wissen Sie, was das Schlimmste an der Sache war? Lisa war erst 14 Jahre alt. Seit dieser Nacht leide ich unter schrecklichen körperlichen Schmerzen. Meine Tat bereue ich. Ich kann das nicht mehr gut machen. Lisas Leiche wurde am nächsten Tag von Angestellten des Friedhofs oder der Kirche gefunden, bin nicht sicher. Ich hinterließ wenigstens eine Rose auf ihrem Körper. Als ich laut aussprach, dass Lisa noch minderjährig war, wurde mir übel und ich realisierte erneut, was ich getan hatte. Kommentarlos verließ Vater Joe den Beichtstuhl und ging sehr schnell in eines der Hinterzimmer der Kirche. Scheiße. Der wird mir sicher die Bullen rufen und ich muss raus aus der Kirche. Vom Beichtstuhl aufgestanden, sah ich mich um. Die Kirche und ich ganz alleine im Stillen. Wie unheimlich das war. Als ich aus der Tür flüchten wollte, kam mir in den Sinn, dass diese Kreatur sich höchstwahrscheinlich wieder an mich anhängen wird, sobald ich aus der Tür ging. Shit. Dann Plan B. Ich musste Vater Joe aufhalten. Oder gar ausschalten? Schnell hastete ich ins Hinterzimmer, wo auch er vorhin verschwand. Ein Gang, viele Türen, viele Zimmer. Plötzlich hörte ich in einem der Zimmer eine Frauenstimme. Neugierig wie ich war, klopfte ich an und öffnete die Tür. Schwester Belinda war am Beten, auf den Knien. Oh wow, ja, geh auf die Knie, Kleines. Oh, was machen Sie denn hier? Kann ich Ihnen weiterhelfen? Sie sah so unschuldig und geil aus. Mit verdunkeltem Blick sah ich sie an und sprach: Oh ja, ganz bestimmt. Belinda war nicht auf den Kopf gefallen und ihr Fraueninstinkt sagte ihr, was ich von ihr wollte. Sofort hechtete Belinda zurück, als ich auf sie zukam und sie begrapschte. Sie schrie, ich hielt ihr den Mund zu. Schroff und schnell riss ich ihren Habit vom Leib und entblößte ihre wunderschönen Kurven. Meine Hose wurde enger, ich öffnete den Gürtel und befreite meine immer größer werdende Waffe. Die Nonnen trugen wirklich nicht viel darunter. Gut, es war Sommer, draußen war es heiß. Sie war heiß. Ihren BH und ihr Höschen nahm ich ihr ebenfalls ruppig ab. Ich wollte schon immer eine unerfahrene Nonne, welche ich unterwerfen und entehren konnte. Sie weinte und flehte mich an, sie in Ruhe zu lassen. Ich legte sie vor mich hin, das verweinte rote Gesicht zu mir. Sie hatte keine Chance gegen mich. Neben ihrer Feuchtigkeit tönte mich auch ihr Winseln und Betteln total an. Ich hätte gleich nach 2 Minuten zum Ende kommen können.
Ein Teil von mir wusste, es war falsch, aber der andere, stärkere Teil ging ab vor Lust. Als ich gewaltsam immer und immer wieder in sie hineindrang, wurde mir schlagartig klar, dass man die Tür nicht abschließen konnte. Dies wurde mir bewusst, als ich einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf verspürte und die Rückenschmerzen eine kleine Mücke dagegen waren. Shit. Als die Sterne vor meinen Augen sich langsam wieder verzogen, drehte ich mich um. Über mir stand Vater Joe. Er hielt einen Baseballschläger in seinen Händen. Belinda zog sich in eine Ecke zurück und weinte heftig. Ihre Brüste wackelten, als sie weinte. Meine Waffe war immer noch hart. Wie schade, hatte er uns unterbrochen. Vater Joe ging in die Knie, spreizte meine Beine und ließ den Baseballschläger in meinen Schritt wandern. Sein Blick war mit dem des Dämons zu vergleichen. Ach du Scheiße. Abrupt schrumpfte meine Waffe auf ihre normale Größe zurück. Vater Joe hob den Baseballschläger und sprach diese letzten Worte zu mir. Hör zu, ich kenne die gute Seite, aber auch die böse. Vor 5 Jahren erlernte ich die böse Macht zu beherrschen und beschwor einen Dämon, welcher dich bis zu deinem Tod verfolgen würde und mit dir selbiges anstellen würde, wie du mit all diesen Frauen. Du verfluchter Bastard, Lisa, war meine Tochter.